Willkommen zurück zu Pikmin 2 für die Wii. So, wir brauchen ein paar Feuer-Pikmins. Und ein paar Wasser-Pikmins. Und ja, die Gift natürlich, die Gift-Pikmins. Ach, 12 Stück haben wir noch, dann geht das doch noch. Aber wir brauchen jetzt in dem Fall Nummer 5. So, wir müssen ein schönes Feuerschweinchen besiegen. Das haben wir... Oh, Feuerpunkt, Käferchen. Wer freut sich drauf? Ich nicht. Gibt es ja keine Abkürzung irgendwo? Hier oben. Haben wir nichts gekonnt. In Pikmin 2. So, muss man mal gucken, bis die letzten hier auch guten Tag gesagt haben. Unsere Krone. Lasst euch mal nicht stören von dieser Krone hier. So, hier waren irgendwo was zum Graben. Ja, da graben sie. Louis, kümmern Sie sich bitte um das Feuerschwein. Wir haben ja hier eine so schöne neue Brücke. Ei, jetzt freue ich mich aber richtig auf diesen Kampf. So, wir müssen unsere Pikmins erstmal auf die Mitte bringen. Und dann noch bitte unverzerrt hier rüber. Oh Gott, ist das knapp. Ehe wir den Kampf beginnen. Was machen? Okay. Eine Knospe. Ach, 4 weiße. Nee, das ist eigentlich keine gute Idee, wenn wir jetzt hier kämpfen wollen. Hallihallo. Wie das lief. Das lief sehr, sehr gut. So, ich mache jetzt die Schleichermethode. 25-25. Das wird mir auf der Insel aber sowas von viel. Halt, noch sind wir nicht fertig. Wobei, das ist ganz gut. Nee, wir machen das komplett anders gleich. Denn hier hinten brauchen wir ja die Wasserpigments. Denkt dran, wir haben ein lilanes dabei. Das stellen wir mal, keine Ahnung, wo wir das hinstellen, hier hinten hin. Das brauchen wir nachher noch. So, Schatz Nummer 1 für heute ist angekommen. Eine Blüte, würde ich mal meinen. Stachelige Leckerei. Kann man Tulpen essen, ich glaube, oder? Nee. Aber nur irgendeine Pflanzenart konnte man essen. 30. Uah.
So, unsere roten Pigments werden, aber ich weiß doch noch, hier gab es auch noch einen Bus. Wo habe ich das falsch in Erinnerung? Na klar. Da ist er doch. Ja. Aber unsere roten Pigments sind zu stark für den Boss. Und der hat natürlich auch noch einen Schatzklapp gehabt, oder? Denkst du? Ah, hier haben wir nochmal einen versteckten Schatz. Okay. So, unsere weißen Pigments, wollte ich natürlich sagen. Brauchen wir jetzt erst einmal für zwei Sachen, für zwei Aufgaben brauchen wir unsere weißen Pigments. Sobald die roten drin sind, wo wollen die bitte mit der Krone hin? Kann mir das einer sagen? Halt, die Weißen. Ich wollte schon sagen, wo wollen die mit der Krone hin? Halbzeit. Unsere Baby Peach Krone. Würde ich mich mal nicht so weit vom Fenster rauslehnen. Unsagbares Meisterwerk. Wunderwerk. 88% des Spiels ist geschafft. Eine Höhle würde ich mal meinen. Noch. So, als erstes graben wir die Schätze hier oben raus. Hier noch drinne? Noch eine Krone! Was ist das? Ein Ring? Oder ein Ring? Ein Ring ist es. Unser Kompass ist angekommen. Oh, wir kriegen heute schon die 90% voll. Ja, und wie wir die voll kriegen, die 90%. Gut, das reicht schon. Das können sich dann die anderen Pigments noch rausgraben. Jetzt müssen wir uns mal die Wand da hinten einstürzen, wo wir die Gift-Pigments brauchen. Bald haben wir es geschafft, das ist das 12. So. Okay, die sind jetzt erstmal. Würde ich mich nicht weit vom Fenster raus sehen. Ein. Den Rest des Tages beschäftigt. Hier schlägt doch auch noch was aus. Oder ist das? Ja, es wird dieser Schatz hier oben sein. Kreis gesagt, der hier. Müssen wir mal gucken. So, was brauchen wir denn da hinten noch? Nicht mehr viel heute. Ich würde meinen, deshalb bleiben wir bei dem Team. Wah, wah, wah. Oh, Pigman. Und wir werden noch einen ganzen Teil haben. Welchen wir Let's Playen? Pigment 3 werden wir noch Let's Playen.
So. Jetzt werden wir gleich bei den weißen Pigments mal vorbeikommen. Mal gucken, wie so Stand der Lage ist. Unser Goldring müsste jetzt gleich angekommen sein. Das packen die Kleinen noch. Ja, unser Goldring ist angekommen. Wundert, wir haben 90% abgeschlossen. Die pinke Plage. 90% geschafft. So, hier hinten haben wir eine Brücke. Da geht es zu einer neuen Höhle. Höhlen. Lieben wir ja seit Pikmin 2. Ist zum Glück das einzigste Pikmin mit Höhlen. Das kann ich sagen. Okay. Was erwartet uns hier hinten noch? Eine Höhle sehe ich gerade nur. Moment, wir legen diesen Eingang wegen einer Höhle frei. Obwohl hier noch irgendwas ist? Hier oben vielleicht. Ich kann mir hier weiß Gottes nicht erklären, wo hier noch ein Schatz liegen soll. Ah, da brauchen wir die gelben Pick. Die blauen. Ah, doch, wir brauchen die gelben. Okay. Da wissen wir ja, was wir beim nächsten Mal noch machen müssen. Das sieht aber sehr, sehr seltsam aus, das Ding. So. Pikmin 2 nähert sich dem Ende heute entgegen. Schauen wir uns noch kurz an, was wir an Höhlen haben hier hinten. Ich lasse die mal ganz kurz alleine. Was wird uns erwarten? Welche Pigments brauchen wir beim nächsten Mal? Das ist ja ganz wichtig, dass wir da schon mal... Wir gehen in diese Höhle hier rein. Schon wieder eine Höhle entdeckt. Es hat sich bezahlt gemacht, auch die entferntesten Winkel zu erkunden. Zwar sind sie sicher schon durch den Langfuhrmaß ermüdet, aber nur entsprungen trennt sie jetzt noch von den Schätzen. Und zwar brauchen wir morgen ein Allrounder-Team. Okay. Schaffen wir es noch schnell in die andere Höhle reinzublicken, was wir hier hinten haben? Ja, schaffen wir noch. Gerade so. Interessant, meine Metalldetektoren schlagen stark aus. Ich kann nur annehmen, dass es hier nur eine Maschine befinden muss. Allerdings erscheint mir diese höchst unlogisch zu sein. Und zwar werden wir hier Feuer, Elektro und Gift brauchen, kein Wasser. Okay, ich würde meinen, wir machen die Allrounder-Höhle beim nächsten Mal. Ich melde mich mit einem Kurzpart beim nächsten Mal zurück. Wir sammeln das eine Schatzteil ein und gehen zur
Höhle. Meiner Wahl. Mal gucken, was wir machen. Oder vielleicht auch nicht Alwanda. Gucken wir mal. Wir sind sehr weit fortgeschritten. Eine Höhle. Ey, unsere Rakete. Eine Höhle trennt uns noch. Pac-Man 2. Das war's für heute. Dankeschön fürs Zusehen. Nur eine kleine Schuld verbleibt. Wenn ihr bei den Töbel so schnell an Schätzen kommt, könnt ihr selbst ganze Schiffsladungen finden.